Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ameisen-Update. Ich bin immer noch nicht ganz gesund, vielleicht hört man's, vielleicht nicht. Ich finde, ich höre mich krank an, aber ist ja auch egal. Naja, es ist jetzt gerade vor wenigen Minuten ein Paket bei mir angekommen von MyAnts. Und da drinnen sind natürlich Ameisen und das möchte ich jetzt in diesem Unboxing auspacken. Ist nicht ganz so einfach mit dem Stativ im Weg. Aber naja. So, wie immer, ein paar Karten hier dabei, ne? Und hier das schöne Prospekt darf natürlich auch nicht fehlen. Das hier sollte irgendwie die Rechnung sein. Lege ich also mal auf Seite. Und ja, dann machen wir mal weiter. Ich verrate euch noch nicht, was hier drin ist. Das werdet ihr jetzt erst im Laufe des Unboxings erfahren. Ah, das ist echt sehr, sehr gut verpackt. Also da kann ich schon mal einen Daumen hoch für geben. Ja, ich habe mir einmal hier ein bisschen Gaze bestellt. Und zwar zweimal, die Finger geschnitten, zweimal 20x20 cm. Und damit kann man dann gut eine Arena oben abdichten. Das kann bei den Ameisen, die da drin sind, auch relativ wichtig sein. Ja, vielleicht wissen es jetzt einige schon oder können es erahnen. So, hier war ein Heatpack, ist noch leicht warm und komischerweise ziemlich feucht. Ich weiß nicht, wie das kommt. Aber ich bin mit dem Versand zumindest sehr zufrieden. Dafür kann ich schon mal noch einen Daumen hoch geben. Ja. Und jetzt, hier sind die Ameisen drin. Ihr könnt ja jetzt schon mal einen Kommentar schreiben und raten, welche Art es ist. Ich kann schon mal verraten, ist es auf keinen Fall eine Art mit Winterruhe. Und jede Person, der ich das schon gesagt habe, die soll jetzt bitte nicht unfair sein. Also nur die, die es wirklich noch nicht wissen. Gut. Hattet ihr jetzt genügend Zeit? Ich bin auch sehr gespannt. Und das ist eine Phaidole Megacephala Kolonie. Nicht Megacephala, Indica. Oh, die sind echt winzig. Ich stelle mal auf den manuellen Fokus um, dann komme ich noch näher ran. Das ist leider keine Brut, was hier überall rumklebt, oder? Doch. Ach du Kacke. Das, was hier überall an den Wänden klebt, das sind Larven. Gut, ich denke, die sind
ein bisschen tot. Aber trotzdem, hier vorne ein riesiger Haufen an Arbeiterinnen, Larven und was weiß ich noch alles. Ich guck's mir jetzt nochmal so ein bisschen an. Ah, da hinten ist sogar ein Major. Ah, die sind ja echt winzig und so niedlich. Hier kann man sehen, dass sie angefangen haben, sich durch die Watte zu beißen. Wahrscheinlich durch Versandstress. Deswegen werde ich ihnen auf jeden Fall noch ein anderes Reagenzglas anbieten. Aber guckt euch mal diese Masse hier an, wie sie auch hier drin rumrollt. Ja, also echt unglaublich. Ich bin sehr, sehr happy. Und ja, ich werde dann mal jetzt gleich das Setup für die aufbauen. Und dann hoffe ich mal, dass es diese Art bei mir sehr gut hat und ich die schön halten kann. Gut, dann baue ich nochmal alles hier vorne auf. War einmal die Ameisen. Kann jetzt auch wieder ein bisschen rauszoomen. Und das Gaze. Oh, so. Ja. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich muss sagen, das Reagenzglas riecht ein bisschen komisch, aber stinken tut's nicht. Also, ich bin ja, durchaus happy. Und diese komischen Ohr, ja, Isolierung oder so, keine Ahnung, was das ist, die sind ziemlich praktisch. Da kann man, wie ich das jetzt mache mit meiner Manika-Königin, ein einzelnes Reagenzglas drin überwintern. Denn die ist alleine auf dem Speicher oder Dachboden, da die eine etwas mildere Winterruhe haben soll, aber auch nicht die gleiche Winterruhe wie die Messor und natürlich auch ein bisschen Isolierung. Gut, dann bis zum nächsten Video. Es werden Updates zu dieser Art folgen und ich möchte meinen Kanal ein bisschen umstrukturieren. Und zwar möchte ich Updates jetzt nur zu einzelnen Kolonien machen, da ich mittlerweile auch mehr zu einzelnen Kolonien zu sagen habe. Wenn ich einfach jetzt nur meine eine kleine Camponotus nigrobarensis Kolonie geupdatet hätte, dann wäre das Video eine Minute lang gewesen, das wäre blöd. Ah, schön. Erstmal mit den Fingern klacken. Ah. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Abonniert doch mal meinen Kanal. Schaut beim lieben NaturJ vorbei. Das ist auch ein sehr, sehr cooler Kanal. Schaut auf meinem englischen Kanal vorbei. Und ja, Fragen oder irgendwelche Tipps auch zu dieser Art gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.